So, Leute, herzlich willkommen. Ja, sorry für die kleine Verspätung. Ich dachte, wenn draußen die Sonne scheint, setze ich mich mal kurz raus. Und habe vorher noch ein bisschen getestet. Ist ja immer so, wenn man ein neues Game anfängt, schaut man erstmal, wie stelle ich es ein von der Lautstärke her. Wie läuft es generell? Ich habe es natürlich jetzt nur im Anfangsgebiet getestet und Dialoge geskippt, damit ich mich selbst jetzt nicht großartig spoiler. Deswegen steht jetzt hier fortsetzen. Wir wollen ganz normal ein neues Spiel beginnen. Für die Leute, die zuschauen, sobald euch irgendwie auffällt, Musik zu laut, Effekte zu laut, irgendwas ist zu laut oder ich zu leise, dann sagt bitte Bescheid. Dann werde ich das entsprechend nachregeln. Ich habe es mir halt schon selber angehört, aber es kommt natürlich immer auf die unterschiedlichen Devices an, die ihr zu Hause habt, dass es da irgendwie Probleme gibt. Im Optimalfall hört man mich immer am besten. Weil, ob ich jetzt irgendwie einen Schlagton höre, ob ich jetzt Musik höre, selbst wenn ich über einen Dialog drüber rede, ist die Streamer-Stimme eigentlich mit das Wichtigste, sage ich jetzt mal. Ja. Sollte gewährleistet sein, vor allem bei den Stimmen. Die habe ich immer auf 100% und ich finde sie sogar eigentlich zu leise dafür. Wir starten mit einem neuen Spiel und haben natürlich erstmal einen Trailer. Und immer wenn Trailer-Zwischensequenzen kommen, da blende ich meine Facecam aus. Gern auch in Dialogen, weil die Untertitel, die sind jetzt unterhalb mittig angeordnet und es kann sein, dass die dann abgeschnitten sind. Und wenn jetzt jemand zuschaut, der keine Audio hören kann, dann wäre es halt cool, wenn der das dann auch entsprechend komplett lesen kann. Also wie gesagt, in Dialogen schalte ich auch die Cam aus, wenn ich dran denke. Und damit geht's los in ein neues Spiel. Ich würde sagen, wir machen mal nicht normal, wir machen aber auch nicht ultra. Ich würde sagen, wir machen schwer. Das ist, denke ich, ganz okay. Das fordert uns ein bisschen. Ultra können wir immer noch spielen. Falls wir merken, dass es zu schwer ist, können wir es ja auch jederzeit umstellen. Und damit geht's los. Der Planet Magalan. Unsere Heimat. 166 Jahre nach dem Meteoriteneinschlag, der fast alles in Schutt und Asche legte, beginnt ein neues Zeitalter. Der Krieg der freien Menschen gegen die Alps wurde beendet. Der Hybrid verlor die Macht über seine Armeen und stellte seine Funktion ein. Einsicht und Ruhe kehrte ein bei den Alps. Das Elex wurde wieder freigegeben und verteilte sich erneut über die gesamte Hemisphäre unterhalb des Eispalastes der Alps. Doch Menschen vergessen schnell. Jede größere Gemeinschaft beanspruchte den Sieg für sich selbst und kümmerte sich nur noch um ihre eigenen Angelegenheiten. Nur wenige erinnern sich noch genau an diese dunkle Zeit oder an Jax, die Bestie von Xakor. Mein Name und meine Taten schwanden im Schleier der Mythen und Legenden. Viele Jahre nach dem Krieg gegen die Alps beherrschen Rangeleien und territoriale Unstimmigkeiten den Alltag der Menschen. Auch wenn da immer noch die Ungewissheit über den seltsamen Himmelskörper ist, den der Hybrid vor seiner Bezwingung hervorrief. Ich weiß, der unbekannte Feind wird kommen. Die Wissenden werden unser Leben, wie wir es kennen, grundlegend verändern. All meine Bemühungen, die Menschen auf diese nahende Gefahr vorzubereiten, waren vergeblich. Menschen vergessen schnell. Eine unbekannte, diffuse Bedrohung, die den Himmel beherrscht, gehörte bald für jedermann zum gewohnten Bild. Ohne es zu hinterfragen. Bis heute.
Verdammt, ich muss hier weg, bevor mich diese Kreaturen erledigen. Neue Mission, nichts zu verlieren. Ja, ich denke, wir haben auf jeden Fall den Weg hinter uns verloren, weil da finden wir gleich schon mal wieder ein paar Dinge. Und schauen da entsprechend uns mal um. Ja, also viel... Scheiße, dieser verdammte Turm ist genau auf meinem Haus gelandet. Meine Ausrüstung kann ich wohl vergessen. Viel ist von unserem Haus tatsächlich nicht mehr übrig. Man sieht gefühlt fast eigentlich gar nichts. Keine Holzplanken, nix. Rohes Fleisch. Meistens in der Nähe von einem Feuer. Ein Heiltrank, noch einer. Zu gefährlich hier. Ich muss verschwinden, bevor sie mich doch noch erwischen. Holoprojektor. Sperre. Ja. Und ich würde sagen, vielleicht können wir uns direkt das Fleisch braten. Um Gegenstände herzustellen oder zu modifizieren, suchst du dir den entsprechenden Gegenstand aus der Liste auf der linken Seite aus. In der Detailansicht auf der rechten Seite siehst du die Voraussetzungen und die benötigten Materialien. Also, na, rohes Fleisch wird zu gebratenem Fleisch, gibt statt 5 Gesundheit 35 Gesundheit und hat aber eine höhere Regenerationsdauer. Und jetzt muss man hier länger Linksklick machen, dann kommt hier ein Auswahlmenü. Und dann ist der Kochprozess vollzogen. Generell wurde die UI ja nochmal komplett überarbeitet. Im ersten Teil war die ja nur aus, ja, blaues Projektorbild und alles in weiß bezogen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein komplett überarbeitetes UI. Es gibt ein paar Sachen, die mir jetzt negativ auffallen, ja, die man auch nochmal hätte besser machen können. Aber das ist auf jeden Fall besser als das, was vorher da war. Und ich will mir generell erst ein Urteil bilden, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist. Ja, da vorne habe ich schon gesehen, ist unser erstes Monster. Man kann jetzt mit gedrückter Maustaste einen schweren Schlag machen. Gefolgt von leichten Schlägen und jetzt kommt eine Meldung. Aktionen wie Angreifen mit linker Maustaste oder Ausweichen mit Steuerung kosten Ausdauer. Sinkt sie auf 0, kannst du diese Aktion nicht mehr ausführen. Wache Blutkralle. Generell mal, man kann wieder mit doppelt W und doppelt A ausweichen. Es gibt aber auch eine Steuerungsausweichfunktion, mit der man in die Richtung ausweicht, in die man schaut, und in einem Kampf scheinbar nach hinten. Oder man kann Steuerung und die entsprechende Richtungstaste... Ne, kann man nicht, okay. Wasser, ein Heiltrank, Dietrich, Wolf von Kalan. Gut, schauen wir generell mal dieser Projektor, den wir da vorhin gefunden haben. Ah, für Händler. Okay, passt. Generell schaut das da nach einer Pflanze aus. Nope. Aber hier, eine Ingwerblüte. Ja, ich denke mal, das Anfangsgebiet ist sowieso ein bisschen begrenzt, dass man da jetzt nicht sonst wohin laufen kann. Dachelblüte. Es gibt halt wieder mal neue Heilkräuter. Andere Waffen. Also... Piranha Bytes steht irgendwie meist dafür, bei jedem Teil relativ viel neu zu machen. Das ist manchmal eigentlich komisch, wenn man jetzt an Gothic zurückdenkt. Wenn man in Gothic 2 einen Paladin-Zweihänder hat, erwartet man, dass es in Gothic 3 auch einen Paladin-Zweihänder gibt, weil es die gleichen Paladine sind. Ja, ich glaube, in dem Falle gab es das auch.
Aber so ist es halt manchmal fraglich, warum. Natürlich, in 7 Jahren kann auch was passieren, aber dass es dann auf einmal, sprech mal im Normalen, dass es keine Erdbeeren mehr gibt oder keine Bananen, also da muss dann schon relativ viel passieren, nämlich gefühlt, dass jede einzelne Pflanze ausgerottet wurde. Chili-Strauch ist zum Beispiel auch neu. Auf der anderen Seite, wenn man gar keine neuen Items einführt, dann ist es halt so, hat sich an dem Game überhaupt irgendwas geändert und so. Na, das muss man auch dazu sagen. Und ist schon die nächste Blutkralle. Also wenn er ein Vieh vor sich hat, dann weicht er tatsächlich nach hinten aus. Das finde ich schon mal cool. Okay, da hat uns das Vieh gebissen. Passiert. Ja, in jede Ecke gucken, man kennt's. Überall könnte was liegen, potenziell. Hier hat's eine andere Hütte zerstört. Ich glaube, unsere ist das jetzt eher mal nicht, weil unsere dann schon etwas größer war. Ein mehrstöckiges Haus, hatte vielleicht sogar einen Keller. Auf jeden Fall hat es eine zweite Etage. Ich will gar nicht so krass viel jetzt gerade sprinten, weil dann einfach die Chance größer ist, dass wir ein Item übersehen. Man kennt's, es ist ja halt wirklich so, in jede Ecke schauen. Gefühlt denkt man sich schon wieder, liegt da drüben oben was. Das kann man dann später mit dem Jetpack, wenn wir das finden oder wieder kriegen, relativ einfach nachschauen. Jetzt aktuell ist es natürlich ein bisschen schwierig, das alles zu machen. Aber ich denke, wir werden das schon relativ schnell wieder bekommen. Jedenfalls starten wir oder sind wieder mit dem gleichen Eisenrohr gestartet. War ja klar, noch mehr von den Viechern. Ich sollte besser versuchen, an ihnen vorbeizuschleichen. Mittlerer Heiltrank. Nice. Können wir überhaupt schleichen? Wir haben noch ein beschädigtes Bleirohr gefunden. Normal würde man ja jetzt denken, ja, das ist der absolute Schrott, weil wir haben ja schon so eins, aber das neue Crafting-System bringt einiges Neues mit sich. Unter anderem können wir da mehrere beschädigte Waffen zu einer reparierten Waffe zusammenfügen. Ist ganz cool. Und ja, gehen wir den Weg mal wieder zurück, den wir hergegangen sind. Gucken vielleicht mal noch fix hier oben, falls wir da hochkommen. Yep. Neu ist auch, er springt nicht direkt hoch, sondern hält sich erstmal fest, dass wir da selbstständig schauen können. Und was auch sehr nice ist, man hat nicht mehr dieses, hey, ich setze mich jetzt direkt auf den Stuhl, weil ich muss das halt länger anklicken, für ungefähr eine Sekunde. Das heißt, wir werden uns wohl... Ups, what's that? Das nennt man einen Grafikbug. Uiuiui. Beziehungsweise ein Glitch. War das jetzt, weil wir den Stuhl 3-mal angeklickt hatten? Schaut, da drüben ist auch was. Ein
Ein Auto, das kennen wir noch aus Teil 1, da hieß es noch Spielzeugauto. Und für alle Raucher finden wir auch wieder genug Zündstoff, also genug Zigaretten in diesem Spiel. Hier hoch sind wir ja gegangen. Links vielleicht eventuell noch was in dieser Ruine. Ja, genau. Guckt an. Wieder relativ schön was verteilt. Alte Lampe. Dunkles Elex. Hui. Das ist auf jeden Fall neu. Was es damit auf sich hat, wird die Zeit wohl noch zeigen. Genau, und von da unten sind wir gekommen. Honigblüte. Oh, kriegen wir direkt Honig davon. Etwaige Produktionsschritte zwischendrin werden ignoriert. Wir können uns ja später noch genug umschauen. Da drüben vielleicht noch mal kurz. Wir sollen uns ja eh an den Viechern vorbeischleichen. Ich glaube, eins hat uns eh schon gewittert. Schwefel. Nice. Schaut an. Das ist schon mal gut für Händler. Also ja, abseits der Wege schauen lohnt sich wie immer. Da ist sogar unsere Stadt. Ja, so kann man uns einmal im Kreis im Prinzip rumführen. Hat jetzt allein schon der Einstieg, wirkt schon relativ dicht wiederum. Ja, du gehst durch die Säulen da, guckst dich rechts ein bisschen um, aber am Ende ist es eigentlich ein relativ kleines, überschaubares Areal, wo man dann merkt, hey, zu weit bin ich dann doch nicht gelaufen. Ich komme ja doch wieder dort raus, wo ich dachte. Na? Aber klar, das Klettern und so, das Erkunden, das wird schon teilweise alles belohnt. Und ich hatte jetzt in einem Review auch gelesen, da hat jemand gesagt, ja, die Steine sehen ganz gut aus. Das kann ich nur unterschreiben. Schaut ganz okay aus. Vielleicht manchmal die Texturen nicht ganz hochauflösend, aber die hier gehen eigentlich allesamt. Ist klar. Das kann man dann auch sich anschauen, wenn man entsprechend auf 4K spielt. Dann ist das sicherlich nochmal was anderes. Dank der Scharfschützen. Wir den vorhin einfach übersehen. Waren ja hier oben. Scheinbar ja. Uiuiui. Schnell kann es gehen, dass man was übersieht. Was macht denn dieser Trank? Wahrscheinlich keinen permanenten Statuseffekt, sondern eher kurzzeitigen. Ach nein, schaut an. Erhöht dauerhaft die Geschicklichkeit. Das ist cool. Den würde ich uns aber für später aufheben, wenn dann die Attributspunkte mehr kosten. Da lohnt sich das tendenziell einfach mehr. Genau, und dann sollen wir uns jetzt an den Viechern hier vorbeischleichen.
langsam. Du wurdest gebissen und hast dich davon noch nicht wieder ganz erholt. Deine Kampfkraft ist noch nicht ganz wiederhergestellt. Vielleicht solltest du noch ein paar Tage keine schwereren Dinge in Angriff nehmen. Genau, wie gesagt, in so Zwischensequenzen mache ich die Cam aus und auch in Dialogen. Okay, das Auswahlmenü ist jetzt auf der rechten Seite. Da werde ich vielleicht nochmal nachbessern und das meine Facecam eher nach links schieben. Das ist mir tatsächlich entgangen. Ich hatte nur auf Ausdauer und Leben geschaut und die sind unten rechts und links verteilt. Und ich werde die Cam meistens auch bei Sprachdialogen ausmachen, wenn jetzt irgendjemand ja, im Prinzip auf Untertitel angewiesen ist, dann ist das gar nicht verkehrt, wenn der alles lesen kann. Es gibt ja manchmal welche, die in der Breite weitergehen. Jetzt gibt es aber erstmal sehr viel Input. Dann reden wir mal mit Adam. Wer bist du? Nenn mich einfach Adam. Sagen wir, ich bin ein Freund, der zur rechten Zeit am rechten Ort war, um sich um dich zu kümmern. Mehr musst du im Moment nicht über mich wissen. Was genau ist eigentlich passiert? Du hast es doch selbst gesehen. Eindringlinge sind gekommen. Sie erobern unsere Welt und haben begonnen, sie umzuformen. Terraforming einer fremden Spezies? Einer sehr feindlichen und gefährlichen Spezies. Sie sind also nicht nur hier in Caracas. Diese großen Farmer sind überall erschienen und bedrohen seitdem unseren Lebensraum. Unklar, was sie genau vorhaben. Bisher beschränken sie sich auf das Infizieren, Töten oder Zerstören. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich fühle mich so schwach. Ja, eine dieser Kreaturen hat dich gebissen und mit irgendeiner Art von Seuche infiziert. Was, eine Seuche? Es ist noch unklar, wie es genau funktioniert, aber es gehört offensichtlich zum Pharma-Programm der Eindringlinge. Es wird nicht lange dauern, bis sie ganz Magalan mit ihren Kreaturen und ihrer Flora überzogen haben. Na, großartig. Ich schätze, du hattest bisher großes Glück. Besser, du gehst ihnen erst einmal aus dem Weg. Jeder andere direkte Kontakt endete bisher tödlich. Wo sind meine Sachen? Wenn du von deiner Ausrüstung aus der Hütte da oben auf dem Hügel redest, die kannst du jetzt wohl vergessen. Alles, was ich retten konnte, trägst du bereits bei dir. Wie lange war ich bewusstlos? Einige Tage. Du hattest schwere Verletzungen. Ich habe versucht, deine Wunden so gut es ging zu versorgen. Einige Tage? Nein. Mein Sohn. Komm schon, wer zuerst unten ist. Sei vorsichtig. Dex! Verdammt, mein Sohn ist irgendwo da draußen. Ich muss ihn finden. Nun, dann ist es vielleicht besser, wenn du das erstmal erledigst. Das Weltenherz unweit im Norden von hier. Steht das noch? Soviel ich weiß, schon. Es wird von einigen Berserkern bewacht. Warum fragst du? Mein Sohn ist bei ihnen. Nun, dann solltest du dich beeilen. Es wird hier nicht mehr lange so friedlich bleiben. Warum hilfst du mir? Wir haben einen neuen Feind. Er greift ganz offen an, doch niemand scheint Notiz davon zu nehmen. Die Kleinkriege der Menschen untereinander machen sie leider blind für die wahre Bedrohung. Und da kommst du ins Spiel.
Du bist zwar heute ein Außenseiter für sie, Jax, aber du bist immer noch ein cleverer, starker Mann, der Dinge in Bewegung bringen kann. Du weißt, wer ich bin? Nicht alle haben dich vergessen, auch wenn du die letzten Jahre kaum in Erscheinung getreten bist. Ich brauche dich. Ich habe da ein größeres Projekt, das ich vorantreiben will. Ich nenne es die sechste Macht. Magalan braucht eine unabhängige Gemeinschaft, die den Feind aufhalten muss. Komm zu mir in die Bastion unweit im Norden von hier. Da werde ich es dir zeigen. Vergiss es, ich habe schon vor vielen Jahren aufgegeben, zu versuchen, die Menschen auf diese Bedrohung vorzubereiten. Jetzt steht die totale Vernichtung unseres Planeten unmittelbar bevor. Und trotzdem haben die Menschen nur ihren eigenen kleinen Scheiß im Blick. Für so etwas habe ich keine Zeit, ich habe andere Verpflichtungen. Schon gut. Dann kümmere dich erst einmal um deine Angelegenheiten. Wir können später noch darüber reden. Wie auch immer, du weißt ja, wo du mich findest. Und wie ich sehe, brauchst du noch ein Jetpack, um dich schneller fortzubewegen. Hier, ich habe noch eins für dich. Wie gesagt, komme zur Bastion, wenn du soweit bist. Wir haben viel zu tun. Ich werde dort auf dich warten. Mir geht es wirklich nicht besonders. Doch traue ich dem Urteil des alten Mannes nicht. Ich sollte mich bei den Berserkern nach einem Heiler umsehen. Du hast dein Jetpack erhalten. Drücke Leertaste, um es zu benutzen. Achte auf deinen Treibstoff. Ist er leer, stürzt du ab. Du kannst dein Jetpack im Laufe des Spiels weiter verbessern. Solche Sachen nur mit Eingabe gehen? Ich meine, Enter ist für mich so eine Taste, da... Klar... Ist auch eine rechts unten bei der Tastatur, da komme ich auch relativ schnell hin. Oder ich klicke halt mit der Maus drauf, aber könnte man auch noch mit Escape machen. Bei dem Emoji da ganz links gibt es auch eine witzige Geschichte. In Elex 1 gab es am Anfang, gerade bei den Frauen oder eigentlich nur bei den Frauen logischerweise, gab es halt wackelnde Oberweite. Und er hat dann immer, dieser, ich glaube ein Amerikaner ist das, der hat entsprechend da... dieses Emoji da vorgepackt und das haben die Entwickler jetzt hier mit eingebunden und genauso auch schon bei Elex 1 und haben ihn freundlicherweise um Erlaubnis gefragt. Ich schiebe an der Stelle mal kurz noch die Facecam ein Stückchen nach rechts und wollte hier mal schauen, ob der Adam noch irgendwas Tolles für uns hat. Ja, zum Beispiel diese Uhr hier. Kleiner Heiltrank, Lebenssaft, das ist ein Stim, Zitrische, ein Becher und ein kleiner roter Stein. Das ist ähnlich wie in Elex 1, da gibt es wieder solche Steine, die wir sockeln können. V ist an der Stelle alles nehmen, wird auch nochmal links angezeigt. Dann würde ich sagen, schlafen wir mal kurz. Die Aktion ist auch mit einem länger Drücken der linken Maustaste auszulösen, finde ich ziemlich cool. Mein Kopf. Sieht so aus, als hätte ich noch einen langen Leidensweg vor mir. Und da haben wir noch mein beschädigtes Bleirohr. Ein paar Pfeile. Amazit, das wäre eine neue Gesteinsart. Da drüben ist eine Ratte. Oder ein junger Kritter, ja, stimmt. Die wurden auf jeden Fall auch überarbeitet. Gefallen mir so besser als original. Da waren die ja so schwarz, grün, gelblich, leuchtend.
also sehr übertriebene Farben. Jetzt sind sie halt etwas gemäßigter im Aussehen. Finde ich ganz gut. Genau, wir können ja unser Jetpack benutzen. Das machen wir gleich mal, um zum Beispiel einfach hier hoch zu fliegen, auch wenn wir da jetzt hätten laufen können. Da haben wir schon mal Treibstoff gefunden. Du hast Treibstoff gefunden. An einer Jetpack-Bank kannst du deinen Treibstoffvorrat für dein Jetpack vergrößern. Ja, und es lohnt sich jetzt auch, in die Kisten direkt reinzuschauen, weil ich sehe das Golderz jetzt hier nicht. Jetzt sehe ich es eigentlich schon. Ja, und jetzt habe ich es aber erst im Loot-Menü. Also es lohnt sich tatsächlich da mal von verschiedener Art und Weise heranzugehen. Wir haben gerade auch einen einfachen Bogen gefunden. Sehr nice. Den können wir direkt mal mit ausrüsten. Auf die 2. Ah, ein Auswahlrad. Auch nicht verkehrt. Man sieht den Chip gar nicht, den wir eingearbeitet haben. Also entweder man greift jetzt nicht mehr via Chip aufs Inventar zu. Ja, und hinter der Hütte wollten wir noch schauen. Sehe ich formell jetzt erstmal nichts. Und dann schauen wir mal auf die Karte. Die steht uns schon komplett zur Verfügung. Inventar, da werden uns dann halt neue Items angezeigt, die wir noch nicht angeschaut haben. Da muss man dann wahrscheinlich einmal drüber gehen. Dann entfernt sich das. Aber auch nicht direkt, sondern man muss es schon etwas langsamer machen. Dieses Hin- und Hergehen zählt da jetzt an der Stelle nicht. Ist aber auf jeden Fall auch nicht verkehrt, sich das Ganze auf diese Art und Weise mal zu Gemüte zu führen. Eine neue Funktion ist, wir können Sachen als Schrott markieren. Und dann können wir beim Händler sagen, hey, das alles, was wir da gerade als Schrott markiert haben, das wollen wir bitte verkaufen. Auch ein definitiv nettes neues Feature. Ich frage mich nur gerade, wo hier noch ein Stern dran ist. Ah, da. Gut, jetzt haben wir alles gesehen. Hier ist halt wieder ein Baummenü oder eine Baumstruktur. Da entsprechend auch wieder länger drauf gehen. Und wir haben jetzt erstmal die 6. Macht. Das können wir uns auf der Karte markieren und sehen im Prinzip, jawohl, das ist im Norden, das konnte ich mir schon denken. Und werden jetzt einfach auch entsprechend mal diesen Weg dann folgen. Frage ist, wenn wir uns hier nochmal umschauen, sind wir ja trotzdem, glaube ich, noch in der Nähe von diesem See, von diesem kleinen Tümpel, man darf es ja nicht See nennen. Da würde ich schauen, ob wir die Viecher vielleicht besiegen können, die uns infiziert haben. Ja, diese Fluchtszene, die war ein bisschen übertrieben, weil das halt nicht dem entspricht, wie die Umgebung aussieht. Ja, die Umgebung ist relativ grün und die Szene zeigt dann halt eine Wüste, durch die man verfolgt wird. Hätte ich einfach irgendwie anders umgesetzt. Das, keine Ahnung, also. Aber halb so wild, man weiß, was sie damit darstellen wollten. Und so gerenderte Zwischensequenzen sehen auf jeden Fall besser aus als ein Game-Material. Ah, gucke, das sind wieder 2. Frischzucht-Tracker.
Die werden uns mit einem Ausrufezeichen angezeigt. Yep. Und sind auf jeden Fall das Ausrufezeichen wert. Ist jetzt F9 nicht schnell laden? Okay. Ups. Gleich nochmal probieren. Ja doch, F9, aber das Spiel hat schneller gesagt, hey, willst du nicht neu laden? Ist ja eh gerade draufgegangen. Wasser schaut ganz gut aus. Wasserfall geht, aber Wasser schaut auf jeden Fall recht nice aus. Okay, es bewegt sich jetzt, bewegt sich halt hier, wenn wir draußen sind. Müsste sich natürlich auch ein bisschen bewegen, wenn wir jetzt hier reinlaufen. Und obligatorisch prüfen wir natürlich, gibt es eine Höhle unterm Wasserfall? Leider nicht. Ich dächte, ich habe in einem Interview mit Björn und Jenny mal gehört, dass es nun endlich mal wieder eine Höhle unterm Wasserfall gibt. Wir haben gerade ein starkes Heilkraut gefunden und das hat uns 5-mal eine rote Blüte gegeben. Das heißt, das Crafting-System wurde auf der einen Seite komplizierter gemacht, auf der anderen Seite von den Zutaten her aber auch vereinfacht. Das bedeutet, wir kriegen jetzt einfach Heilkraut 1, Heilkraut 2, Heilkraut 3, kriegen da eine unterschiedlich hohe Anzahl von Heilkräutern. Und haben dementsprechend einfach nur ein Item anstatt zum Beispiel 3 oder 4. Und brauchen dann halt bei Heiltrank, beim schwachen Heiltrank zum Beispiel 2, beim mittleren dann 4 und beim starken zum Beispiel 6 oder 7 von den Dingern. Gut, hier gibt es auf jeden Fall nicht viel zu holen. Fässer zerschlagen. Geht nicht. Ja, man muss ja alles probieren, ne? Aha. Was Missing heißen? Okay, dieses neue Festhalten ist gar nicht verkehrt. Wenn uns dann mal der Treibstoff ausgeht, dann dürfte der sich ja dann wieder aufladen, solange wir da hängen. Scheiße. Ja, das Scheiße, was er jetzt gesagt hat, bezog sich auf, hey, wir stürzen jetzt ab. War aber ja dann doch noch ganz okay. Ja, genau. Und jetzt haben wir halt wieder schön vertikal die Spielwelt erkundet und sind entsprechend einfach mal fix hier drüber geflogen. Auch wenn es hier oben wahrscheinlich jetzt nicht allzu viel geben wird. Aber sag niemals nie. Wir laufen, glaube ich, gerade eh wieder in die Richtung zurück zum Stadtgebiet. Aber ihr wisst ja, ich bin so erkundungsfreudig, sage ich mal. Ja, und da oben ist so ein Teil von den Viechern. Jetzt haben wir ganz leicht Damage bekommen.
Den Turm würde ich mir auf jeden Fall mal noch anschauen, weil der sieht noch halbwegs intakt aus, im Gegensatz zu dem Rest hier, wo alles zerstört wurde. Ja, und später gibt es wahrscheinlich eh wieder die Sonnenbrillen, die uns helfen, Sachen klarer zu sehen. Ja, also allzu hoch kann man jetzt mit dem Jetpack, was wir aktuell haben, noch nicht fliegen. Ein allgemeines Gegenmittel, okay. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt gar nicht mal da hochkommen. Ja. Scheiße. Korrekt. Ja. Was wir dann aber jetzt machen können, cooles neues Feature. Wir können einen Wegpunkt setzen. Ne, Quatsch, Wegpunkt wollte ich nicht setzen. Sondern wir können hier, ist die Legende, wir können einen Marker setzen und können zum Beispiel sagen, hey, hier will ich später nochmal erkunden. Und jetzt habe ich halt hier ein Fragezeichen. Ja, also das, was andere Spiele wie Assassin's Creed und so dauerhaft von automatisch machen oder Witcher 3, ist ja, die setzen da die ganze Zeit automatisch Marker. Na du, deine Angriffe von deine Angriffe kennen wir noch, deine Sprungangriffe. Ein Stofftier. Ah, gucke, oben drauf ist nichts, aber hinten. Und da vorne haben wir auch direkt einen ersten Teleporter. Ja, die haben jetzt auch etwas an Farbe verloren. Statt diesem hellen Blau sind sie jetzt halt grau. Ist halt so. Ja, dann aktivieren wir den mal. Du hast deinen Teleporter aktiviert. Du kannst über die Karte in deinem Adjutor nun zu diesem Ort per Schnellreise zurückkehren. Ja, umso höher wir hier ja kommen, umso unrealer ist es ja, dass jetzt hier irgendwie die krassesten Pflanzen wachsen, ja. Es können natürlich mal Items irgendwie rumliegen. Aber das müssen ja dann gefühlt irgendwelche Bergsteiger gewesen sein, die sich gedacht haben, hey, gehen wir halt mal hier hoch. Ist ja auch klar, also hier logisch, dass hier nicht überall Items sind. Und hier haben wir schon mal einen Überblick über unsere nächsten Ziele. Danke, dass du dich festhältst. Und von da oben hat man bestimmt noch einen schöneren Überblick. So, ich weiche schon wieder vom eigentlichen Weg ab, aber es ist halt einfach so. Wenn man dann doch mal die Möglichkeit hat, auch mit Jetpack, muss man sich ja jetzt nicht um... Ach ja, da muss ich mich jetzt beim Klettern anstrengen. Ach verdammt, auf den Hügel komme ich nicht hoch. Ah, das haben wir ja jetzt hier alles gar nicht. Klar, unser Jetpack ist jetzt noch relativ sporadisch. Da drüben haben wir zum Beispiel auch eine größere Stadt. Gut, dass jetzt auf einmal Hochhäuser gebaut wurden in den 7 Jahren.
Ja, gut, es sind aber ja auch neue Map-Abschnitte dazugekommen. Hat sich halt auch viel verändert. Da ist entsprechend halt auch fraglich, wie so sich das halt verändert hat. War ein Stück vom Greenscreen nicht gut ausgerichtet, deswegen habe ich das jetzt behoben. Na, schau an. Gute alte Aktentasche. Und das einfache Schwert können wir natürlich noch nicht ausrüsten. Wir könnten aber auf... Achso, wir sind noch kein Level gestiegen, oder? Ja. Aber schaut, hat sich doch schon gelohnt. Wie auch immer das dahin gekommen ist. Sei es drum. Ja gut, Teleporter funktioniert auch. Bist du freundlich? Ja. Jax, gut, dass du noch lebst. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Was ist dir passiert? Sie haben uns eiskalt erwischt. Es passierte während der Nachtwache. Ein Moment der Unachtsamkeit und sie hatten uns überrumpelt. Die fremden Eindringlinge? Nein, die Morkons natürlich. Du siehst doch überall ihre gefallenen Bluthunde. Der größte Pulk der Morkons ist allerdings wieder weiter nach Norden gezogen. Wo ist Dex? Wo ist mein Sohn? Seine Mutter hat ihn mitgenommen. Kaya war hier? Sie ist bei ihm? Ja, und sie ist den Morkons in den Norden gefolgt. Wenn du mich fragst, wird sie auch nicht eher ruhen, bis sie sie alle erwischt hat. Hast du Heilung für mich? Natürlich. Hier, ich kann dir ein paar Tränke geben. Den Rest brauchen wir allerdings für unsere Verwundeten. Du siehst nicht besonders gut aus, Jax. Es geht schon. Ich bin gebissen worden von einer dieser fremden Kreaturen. Oh, ich verstehe. Das solltest du behandeln lassen. Ja, okay, jetzt kommt schon wieder dieses Moralsystem. Ja, wir sind mal nett. Natürlich. Danke. Habt ihr diese großen lila Former schon bemerkt? Ja. Es sind Fremde gekommen, die sich unten im Süden breit gemacht haben. Viele ihrer Kreaturen haben wir auf unseren Streifzügen jagen gesehen. Ich konnte mich damit allerdings nur am Rande beschäftigen. Wir hatten hier eine ausgewachsene Gildenschlacht zu bewältigen. Habt ihr einen Heiler, der sich meine Infektion und den Biss ansehen könnte? Viele sind in der Schlacht gefallen. Aber Kaya ist vermutlich die beste Magierin unter uns. Ihr solltest du deine Verletzungen mal zeigen. Warum bist du hier geblieben? Ich bin ein Warlord der Berserker. Ich habe meine Pflicht zu erledigen. Das Weltenherz nach so einem Angriff schutzlos zurückzulassen, das kann ich nicht tun. Meine Männer verlassen sich auf meine Führung. Ist das Weltenherz noch intakt? Ja, zum Glück. Ironischerweise haben die Morkons es nur auf uns Berserker und unsere Elixitbeutel abgesehen. Das Herz verrichtet immer noch unbeschadet seinen Dienst und gibt sein Mana an die Erde ab. Die Natur wird sich dank des Weltenherzes bald richtig an dieser Stelle von Karakis entfalten. Seit wann wagen sich die Morkons so weit vor? Das ist in der Tat sehr seltsam. Bisher hatten sich diese destruktiven Wahnsinnigen in ihrer Grotte verkrochen. Irgendetwas hat sie aufgeschreckt. Wahrscheinlich die Eindringlinge mit ihren bizarren Kreaturen. Durchaus möglich. Jedoch glaube ich, dass sie andere Motive verfolgen.
Es sind religiöse Fanatiker, die ihrem dunklen Gott huldigen. Wer weiß schon genau, was sie antreibt. Und wenn du Kaya begegnest, sei nachsichtig mit ihr. Ihr Blick ist getrübt von den Verlusten der letzten Tage. Sie hat bis zuletzt gekämpft und versucht, das Schlimmste zu verhindern. Mein Kopf. Der gute alte... Die Infektion. Der gute alte Chili-Strauch. Das Schlimmste bei dieser Seuche ist das Gefühl des Kontrollverlustes. Es macht mich wahnsinnig. Schön, dich zu sehen. Ja, Elex hat ja an sich auch ein neues Aussehen erhalten. Ist jetzt halt ein bisschen splitterartiger, durchsichtiger, ja. Stärke-Modifikator, plus 5 Stärke. Modifikatoren und Spezialisierung kannst du im Inventar anlegen und so deine Werte verbessern. Ah, perfekt. Ja, schaut an, wegen Elden Ring gucke ich jetzt jedes Mal ins Inventar, weil ich denke, ja, okay, in Einstellungen suche ich nach dem Inventar. So, wir sind auf jeden Fall kein Schmied, wir könnten aber das beschädigte Bleirohr, 3 Stück davon, zu einem normalen Bleirohr machen. Sind aber ja, wie gesagt, kein Schmied. Aber hämmern trotzdem auf dem Amboss rum, wie ein Weltmeister. So, wo liegen denn diese toten Bluthunde? Die Frage ist, heißen die Morkons selbst so? Oder haben die wirklich abgerichtete, hundeartige Wesen? Sieh dich vor. Die Zeiten, in denen man sich in Caracas noch frei bewegen konnte, sind leider vorbei. Ach, da liegen sie. Bluthund Nummer 1 und Bluthund Nummer 2 und nochmal ein... Warum liegen hier Werker? Ich meine, es ist ein Weltenherz, ja? Und in Teil 1 waren dafür die Setzer zuständig. Jetzt in Teil 2 sind jetzt hier auf einmal Werker. Haben die jetzt nur noch Werker oder was? Das ist komisch. Das wäre dann schon eine kleine Ungereimtheit. Das ist jetzt kein Weltuntergang. Aber ist halt einfach dann Story 1 mäßig Berserker betreffend falsch, wenn Werker hierher kommen. Werker würden hierher kommen, wenn die was aufbauen müssen. Irgendwie Reparaturen, eine Hütte und so weiter und so fort. Ja, dann sind Werker halt korrekt. Aber dass hier kein einziger toter Setzer jetzt zu finden war, ist natürlich ein bisschen komisch. Eine zerstörte Hütte. Da waren wir schon. Heilkraut. Und willkommen an den dritten Zuschauer, der noch nichts in den Chat geschrieben hat, aber trotzdem, das kriegt mit. Wir müssen sowieso weiter nach oben, also wir können dem Weg dann einfach folgen. Ich loote halt gerne ein bisschen abseits, schaut an, zum Beispiel hier haben wir jetzt schon wieder was gefunden. Lampe kann man sicherlich auch wiederum bei den Händlern verkaufen.
Das heißt, wir können ja im Inventar wiederum über die einzelnen Elemente drüber gehen und uns die anschauen. Kann man jetzt scheinbar nicht benutzen. Plastikflasche, vielleicht für einen anderen noch nützlich, ja. Was ich gerade gemacht habe, ist die Items als Schrott zu markieren. Das ist ein neues Feature. Dann kann man beim Händler sagen, hey, ich will meinen ganzen Schrott verkaufen. Und der nimmt das direkt alles. Das heißt, man muss nicht jedes Mal schauen, ach, was verkaufe ich dem denn jetzt und so weiter und so fort. Sondern just in time, wenn ich das finde, sage ich, ach ja, stimmt, die 5 Items, die sind neu in meinem Inventar. Das wird mir entsprechend auch angezeigt. Daraus wird nichts. Ja, mit dem Bleirohr würde ich jetzt eher nicht dagegen hauen. Da ist das Resultat vielleicht schlecht bis gar nicht vorhanden, dass da irgendwie ein paar Splitter abgehen. Das war eine Zigarettenpackung und die Leute hier in Deutschland zu Nachbarn fahren hier. Tschechien ist ja zum Beispiel ja sehr beliebt, wenn man da in der Nähe lebt. Da kommt ihr dann auch immer mit so einer Zigarettenpackung zurück. Eine Stange Zigaretten, wie man so schön sagt. Ah. Eine Glutfliege. Definitiv eine Anspielung an eine Blutfliege. Ah, okay, sie kann Feuer spucken. Und sollte mal von ihrem Höhentrip runterkommen. Aber ich kann sie trotzdem treffen, interessant. Einmal ein aufgeladener Schlag. Oh. Hat auch Krallen dabei. Scheint mir auch etwas vereinfacht worden zu sein. Also sie hat jetzt zum Beispiel keinen Stachel mehr, sondern Krallen. Ja gut. Großer Elex-Trank. Kennen wir noch aus Teil 1. Dürfte immer noch einen Landpunkt geben. Ich freue mich schon, wenn wir wieder die Sonnenbrillen haben, dann müssen wir uns ja nicht dumm und dämlich umschauen nach Pflanzen, sondern finden Sachen dann doch etwas intuitiver. Kleiner plätschernder Fluss aus einer Quelle. Bach besser gesagt. Hier ist auch jemand gestorben. Das Schönste ist ja, dass er ein Knoblauchbrot dabei hat. Also ich denke, ich werde wahrscheinlich auch wieder Berserker als erstes machen. Gefällt mir einfach am allermeisten, na, magiebezogene Personen sowieso. Ansonsten haben wir jetzt zweimal einen starken Elex-Trank gefunden. Das heißt, der wird unseren Zerstörungswert in dem Falle. Früher war es in Elex 1 war es ja die Kälte und die ja, es war nur ein Kältewert. Entweder man hatte wenig Kälte oder man hatte viel Kälte. Ah, schlecht. Okay, wir können jetzt aber aktuell noch nicht, gab es bei denen überhaupt ein Bett? Ich glaube nicht, oder? Wir können jetzt aktuell noch nicht mit dem Jetpack fliegen und dann gleichzeitig schlagen. Das gibt's dann erst später. Steckt dort die Waffe noch weg, perfekt. Leuchtet ein. Ah, hier liegt sogar noch einer. Schau an, den hätten wir fast übersehen. Wir haben natürlich kein Bett hier. Naja, der Adam ist ja nicht so weit weg. Da gab es nämlich ein Bett. Ach lol, das ist ja direkt daneben. Ja, okay. Nice to know.
Also die Crew fliegen, die sind momentan etwas nervig, wenn die in einer gewissen Höhe fliegen und man die nicht großzügig erreichen kann. Setzerbrot können wir zu gebratenem Setzerbrot machen. Fastfood eines einfachen Volkes. Ja, die Berserker, die sind ja sowieso relativ bodenständig und einfach gestrickt. War aber jetzt nicht die Hütte von Adam, oder? Na doch, oder? Aber der ist auch nicht hier geblieben, der ist halt wieder weggegangen. Schlafen wir wieder bis zum nächsten Morgen. Und dann wieder zum Teleporter. Interessant. So konnten wir uns nämlich mal am Anfang die Heilung sparen. Oh. Da habe ich noch etwas offen, was nicht offen sein sollte. Knoblauch. Und ein Vogel, ein junger Kreischer.